Ja, zunächst mal wollen wir die Idee, die wir gerade gehabt haben, jetzt in Formeln fassen. Und dazu erinnere ich Sie nochmal. Das haben wir gerade gesagt. Wir haben eine Aufgabe, löse ax gleich b. Für a lassen wir alles zu. Und wir schauen uns zunächst mal den Fall an, dass das Gleichungssystem ax gleich b keine Lösung hat. Unser Prototyp dafür waren diese falschen Messungen, durch die wir eine Gerade legen wollen und bei der es offensichtlich keine Lösung gibt, weil es gibt keine Gerade, die tatsächlich durch diese Lösung durchgeht. Okay, also ax gleich b ist nicht lösbar. Dann ist die erste Idee, die ich habe, ich suche ein möglichst gutes x, sodass ax Stern, sodass ax Stern so ungefähr gleich b ist. In unserem Fall hier vorne würde man das eine Ausgleichsgerade nennen, eine Gerade, die insgesamt möglichst nah an diesen Messpunkten noch dran liegt. Okay, was bedeutet das? Bedeutet, dass die Norm von ax Stern minus b in irgendeiner Norm, und wir werden immer hier die 2-Norm verwenden, dass die 2-Norm von ax Stern minus b, und da können wir die auch noch gleich quadrieren, möglichst klein sein soll. Gauss hat das genannt, die Methode der kleinsten Quadrate, denn die 2-Norm zum Quadrat ist nichts anderes als die Summe der einzelnen Abstände zum Quadrat und die möchte man möglichst klein machen. Okay, das führt uns zur folgenden Definition. Ein x-Stern heißt kleinste Quadratelösung von ax gleich b, genau dann, wenn die Norm von ax Stern minus b minimal ist. Das heißt also, die Norm von ax Stern minus b zum Quadrat soll kleiner gleich der Norm von ax minus b zum Quadrat sein für alle x-Element r hoch n. Okay, das ist zunächst mal eine Definition, die kann ich so hinschreiben. Erste Frage wäre wahrscheinlich, ist das x Stern dadurch eindeutig bestimmt? Und man kann sofort sehen, das ist nicht der Fall. Denn wir haben ja alles zugelassen für das a. Ja, das heißt, wir nehmen für das a zum Beispiel mal die Nullmatrix. Okay, dann nehme ich mir irgendeinen x-Stern aus dem r hoch n. Dann gilt natürlich, dass die Norm von ax-Stern minus b, 2-Norm zum Quadrat, naja, wenn a die Nullmatrix ist, ist es nichts anderes als die 2-Norm von b zum Quadrat. Und naja, das ist auch die 2-Norm von ax minus b zum Quadrat für alle x-Element r hoch n, denn das a ist ja die Nullmatrix. Okay, das heißt also sofort, für jedes x-Stern aus dem r hoch n erfüllt, wenn a die Nullmatrix ist, diese Gleichung hier vorne. Und das bedeutet, jedes x-Stern aus dem r hoch n ist kleinste Quadratelösung, falls a die Nullmatrix ist. Okay, das heißt also, Eindeutigkeit haben wir schon mal nicht. Das können wir schon mal festhalten. Und wir haben noch was anderes nicht. Wenn ich Ihnen jetzt eine konkrete Matrix A und einen konkreten Vektor B gebe und Sie sollen diese kleinste Quadratelösung ausrechnen, naja, dann hilft Ihnen diese Definition überhaupt nicht dabei. Ja? Sie müssen eine Funktion minimieren. Wie machen Sie das? Sie suchen das Minimum. Also irgendwie, das ist nicht klar, wie das geht. Das heißt, es ist schon klar, daraus müssen wir eine vernünftige Formel machen. Ja, zunächst mal wollen wir die Idee, die wir gerade gehabt haben, jetzt in Formeln fassen. Und dazu erinnere ich Sie nochmal. Das haben wir gerade gesagt. Wir haben eine Aufgabe, löse ax gleich b. Für a lassen wir alles zu. Und wir schauen uns zunächst mal den Fall an, dass das Gleichungssystem ax gleich b keine Lösung hat. Unser Prototyp dafür waren diese falschen Messungen, durch die wir eine Gerade legen wollen und bei der es offensichtlich keine Lösung gibt, weil es gibt keine Gerade, die tatsächlich durch diese Lösung durchgeht. Okay, also ax gleich b ist nicht lösbar. Dann ist die erste Idee, die ich habe, ich suche ein möglichst gutes x, sodass ax Stern, sodass ax Stern so ungefähr gleich b ist. In unserem Fall hier vorne würde man das eine Ausgleichsgerade nennen, eine Gerade, die insgesamt möglichst nah an diesen Messpunkten noch dran liegt. Okay, was bedeutet das? Bedeutet, dass die Norm von ax Stern minus b in irgendeiner Norm, und wir werden immer hier die 2-Norm verwenden, dass die 2-Norm von ax Stern minus b, und da können wir die auch noch gleich quadrieren, möglichst klein sein soll.
Gauß hat das genannt die Methode der kleinsten Quadrate, denn die 2-Norm zum Quadrat ist nichts anderes als die Summe der einzelnen Abstände zum Quadrat und die möchte man möglichst klein machen. Okay, das führt uns zur folgenden Definition. Ein x-Stern heißt kleinste Quadratelösung von ax gleich b, genau dann, wenn die Norm von ax Stern minus b minimal ist. Das heißt also, die Norm von ax Stern minus b zum Quadrat soll kleiner gleich der Norm von ax minus b zum Quadrat sein für alle x Element r hoch n. Okay, das ist zunächst mal eine Definition, die kann ich so hinschreiben. Erste Frage wäre wahrscheinlich, ist das x Stern dadurch eindeutig bestimmt? Und man kann sofort sehen, das ist nicht der Fall, denn wir haben ja alles zugelassen für das A. Ja, das heißt, wir nehmen für das A zum Beispiel mal die Nullmatrix. Okay, dann nehme ich mir irgendeinen x-Stern aus dem R hoch n. Dann gilt natürlich, dass die Norm von ax-Stern minus b, 2-Norm zum Quadrat, naja, wenn A die Nullmatrix ist, ist es nichts anderes als die 2-Norm von b zum Quadrat. Und naja, das ist auch die 2-Norm von ax minus b zum Quadrat für alle x-Element R hoch n, denn das A ist ja die Nullmatrix. Okay, das heißt also sofort, für jedes x-Stern aus dem R hoch n erfüllt, wenn A die Nullmatrix ist, diese Gleichung hier vorne. Und das bedeutet, jedes x-Stern aus dem R hoch n ist kleinste Quadratelösung, falls A die Nullmatrix ist. Okay, das heißt also, Eindeutigkeit haben wir schon mal nicht. Das können wir schon mal festhalten. Und wir haben noch was anderes nicht. Wenn ich Ihnen jetzt eine konkrete Matrix A und einen konkreten Vektor B gebe und Sie sollen diese kleinste Quadratelösung ausrechnen, naja, dann hilft Ihnen diese Definition überhaupt nicht dabei. Ja? Sie müssen eine Funktion minimieren. Wie machen Sie das? Sie suchen das Minimum. Also irgendwie, das ist nicht klar, wie das geht. Das heißt, es ist schon klar, daraus müssen wir eine vernünftige Formel machen. Ja, wir brauchen dazu ein kleines Lemma oder drei kleine Lemmata. Und das benutzt ausschließlich lineare Algebra 2 Argumente. Zunächst mal wollen wir zeigen, dass unter diesen Setzungen von oben, das heißt also, dass A ist aus dem R hoch m Kreuz n, gilt, Bild von A senkrecht ist der Kern, also der Nullraum von A transponiert. Okay, sei dazu zunächst mal das x aus dem Kern von A transponiert. Naja, wenn das im Nullraum liegt, bedeutet das nichts anderes als A transponiert x ist 0. Und das heißt also insbesondere auch das Skalarprodukt A transponiert x mit y ist 0 für alle y. Okay, wenn ich das A transponiert hier vorne auf das zweite Argument schiebe, dann wird es zu einem A transponiert transponiert, also gerade wieder zu A. Und das heißt also auch das Skalarprodukt von x mit AY ist 0 für alle y aus dem R hoch m. Okay, gut, das... Nee, das ist alles nicht gut.